Hallo liebe Freunde der gepflegten Hausmannskost, ich möchte euch heute etwas zeigen. Und zwar, wie man richtige Petersilieräpfel macht. Aus gutem Grund, denn Land auf, Land ab bekommt man etwas, das meistens Petersilieräpfel heißt, aber eigentlich fast nie ein Petersilieräpfel ist. Jetzt ist es so, dass meine Kinder nicht gerne Erdäpfelsalat essen. Das heißt, fast überall, wo wir hinkommen, essen, wenn sie Gebackenes wollen, essen sie Petersilieräpfel dazu. Und dann bekommen sie meistens so etwas. Bin mir sicher, das kennt ihr auch. Das ist ein bisschen grob geschnittene Petersilie auf Salzkartoffeln. Dazu muss man sagen, das sind keine Petersilieräpfeln. Das ist Dekoration. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie man Petersilieräpfel richtig macht. Und dazu brauchst du mal vor allen Dingen ordentlich Butter. Und währenddessen können wir kurz hierher schauen. Und das ist die Petersilie. Die Petersilie muss gewaschen sein, dann wieder getrocknet werden und dann wirklich fein gehackt, aber trocken. Ja? Das heißt, eigentlich gehört es nicht gehackt, sondern so lange geschnitten, bis sie so fein ist. Mit einem scharfen Messer, damit der köstliche Saft der Petersilie nicht im Brett bleibt, sondern in der Petersilie. In der Zwischenzeit sehen wir, was wirklich wichtig ist, natürlich nicht für eine Portion, sondern für die ganze Familie, ordentlich Butter. Diese Butter salzen wir. Damit ist das Salz richtig schön über allen Erdäpfeln gleichmäßig verteilt, wenn wir diese dann zur Butter geben. Und jetzt kommt in diese Butter die gehackte Petersilie hinein. Und zwar viel Petersilie. Ja? Das ist fast schon eine Soße. Und in diese Petersilienbutter kommen unsere Erdäpfel hinein. Schwenken wir und hauen wir hoffentlich nicht auf den Boden, so wie ich gerade. Ja, so. Und wenn ihr ordentliche Petersilieräpfel haben wollt, dann sollten die grün sein. So wie diese hier. Ja, und das, liebe Freunde, sind Petersilieräpfel. Nur zum Vergleich. Bitte sehr. Mahlzeit.